Es ist der absolute Megahammer. Wir haben jetzt 250.000 YouTube-Abonnenten und das dank euch. Eurer Liebe, eure Treue, eure alles, euer Sein. Vielen, vielen Dank. Und als Dankeschön haben wir für euch etwas ganz Tolles zusammengeschnitten. Freut euch drauf. Und zwar jetzt. Okay, dann geht's los. Das Leben ist ein Drama. Und wir glauben, Opfer von Menschen und äußeren Umständen zu sein. Doch das ist nicht so, sagt zumindest Sabrina Fox. Denn wir leiden nur, weil wir die Welt aus der Sicht der Persönlichkeit sehen. Und was das bedeutet und was sie da eigentlich mit meint, mit Seele und Intuition, das, was sie... Können wir das nochmal machen? Einmal noch. Ich habe gestern schon gesagt, wir müssen Comedy machen. Ein bisschen Comedy hat es doch. Unbedingt. Oh Mann, ey. Aber jetzt... Eigentlich wollte ich dich interviewen, ne? Das macht nichts. Das Leben ist ein Drama. Also, für manche könnte man noch dazu sagen. Das Leben ist ein Drama. Darf ich dich um was bitten? Ja. Ich habe gerade eine Idee. Wir müssen soll ich wegschauen, wenn du nein, das du machst. Bist doch Moderatorin. Du warst doch Moderatorin. Ja, genau. Magst du meine Sendung ankündigen? Gerne. Ich glaube, wir müssen das in die Kamera jetzt okay, probieren. Okay, dann machen wir das so. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zugeschaltet haben. Und freue mich besonders, Ihnen meine Moderatorin vorstellen zu dürfen, Peggy. Die ankündigen möchte, dass das Leben ein Drama ist. Ich finde, dass das Leben für manche ein Drama ist. Und für mich war es das auch. Und wie man das los wird, dass es dann kein Drama mehr ist. Und andere Dinge, darüber sprechen wir jetzt gleich. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Ja. So, ich schlüpfe jetzt in eine andere Rolle. Abracadabra. Augen auf. Mein Name ist Mira Kell. Ich bin professionelle Marktbeobachterin und ich erstelle Prognosen für die Zukunft. Und deswegen befrage ich auch die unterschiedlichsten Menschen. Ich weiß ja, wer Sie sind, aber ich finde, allein macht das keinen Spaß. Und da habe ich jetzt eine Überraschung für Sie. Sie sind doch ein Profi, oder? Im Rollenschlüpfen, oder? Ja, im Rollenschlüpfen. Ja, ja. Also, ich habe was mitgebracht, ja? So, ich habe... Wir spielen nämlich jetzt beide. Aha. Ich liebe es. So. Ah, nee. Ja. Nee. Also, wenn schon, denn schon. Ah, nee. Würde ich Sie bitten, einfach mal die Perücke aufzusetzen. Toll. Super. Das ist ja riesig. So. Ja, das ist perfekt. Das kannst du nicht bringen. Moment. So, und jetzt? Also, nee, warte mal, tut ernst jetzt. So, jetzt gibt's noch einen Zettel. Da steht drauf, wer Sie sind. Ja, also die Rolle ist ab jetzt, ne, übernommen. So, und ich stelle Fragen. Das ist jetzt das Spiel. Alles klar. Ja, eine Vorstellung wäre ganz nett. Hm? Also, mein Name ist Harald Friese, ich bin Friseurmeister. Habe einen Salon, der heißt Topschnitt in Harmeln. Bin Corona-krisengeschädigt und mein Laden ist mittlerweile zu. Und ich suche nach einer neuen Existenz und möchte mich neu erfinden. Sehr witzig. Okay, und weil wir todesmutig sind und wirklich sehr komisch und sehr glücklich, mach Grimassen.
bitte die hässlichsten Grimassen, die dir möglich sind. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das ist es wert. Mach Grimassen, als seist du aggressiv. Mach Grimassen, als seist du der hässlichste Mensch im Raum. Leg es drauf an. Mach Grimassen. Fragst nicht, was ist der Grund, warum die wehtut, sondern du sagst, also wenn ich es richtig verstanden habe, würde ich es gerne wiederholen. Es ist wie auf einer anderen Seite oder auf einer feinstofflichen Ebene hat alles, was wir in der physischen Form sind, eine Entsprechung, die aber geil. Der war gut. Willkommen bei Sigmund Freud. Heil, ich glaube, das schneiden wir raus. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, ist vielleicht bei deinem Lieblingschef auch anders als bei anderen. Okay. Heil. Das alles auf der anderen Seite heil ist, das wird der Best of, ich sag's dir, Thomas. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Und du sagst, dass das dann durchsickert oder reinkommt. Ja. Die ist durch. Moderatoren durch, wir können abbrechen. Nein, ich finde das toll. Meine Damen und Herren, ich übernehme das Gespräch. Haben Sie denn jetzt schon mal einen Moment erlebt, in dem Sie persönlich Heilung erfahren haben? Du. Vielleicht ist das gerade Heilung.